Hamburg bewirbt sich um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024. Nele ist aktive Sportlerin und begeistert. Mit Olympia zu Hause in Hamburg würde ein Traum für sie wahr. Auch ihr Freund Peer liebt seine Stadt. Aber die Spiele 2024, muss das sein? Nele hat sich ausführlich mit dem Konzept beschäftigt. Sie sieht in den Spielen eine riesige Chance für Hamburg. Der Olympiapark auf dem kleinen Grasbrook wird nach den Spielen zu einem neuen, attraktiven Stadtteil, direkt zwischen dem Zentrum und Veddel. Er wird als letztes Puzzlestück Mitte und Süden des Stadtgebiets verbinden. Außerdem werden knapp 6000 neue Wohnungen gebaut und viele davon sozial gefördert. Das ist das beste Mittel gegen steigende Mieten. Es werden also nachhaltige Spiele. Die ganze Stadt würde profitieren. Die anstehenden Bauten schaffen Arbeitsplätze. Hamburg würde weltweit riesige Aufmerksamkeit bekommen. Und das wiederum kurbelt den Tourismus an. Klar, wer einmal hier war, wird wiederkommen. Peer ist skeptisch. Kostet das nicht Unsummen? Und das alles für 2x2 Wochen Sportfest? Nele erklärt die Finanzierung. Es gibt 3 Kostenblöcke. Einmal die Spiele selbst. Das IOC zahlt einen Zuschuss in Milliardenhöhe. Und durch Ticketverkauf, TV-Rechte und Werbeeinnahmen kann man wie in London 2012 sogar einen Gewinn erwarten. Der zweite Block sind die Sportstätten. Gebaut wird nur, was später auch gebraucht wird. Die Olympiahalle zum Beispiel wird zu einem Kreuzfahrtterminal umgebaut. Zahlreiche vorhandene Trainingsstätten werden renoviert oder modernisiert. So profitiert auch der Breitensport. Und auch bei der Infrastruktur werden alle Maßnahmen den Hamburgern später zugutekommen. Etwa in Form von mehr Radwegen, dem Ausbau von U- und S-Bahn-Linien und einer Barrierefreiheit für die ganze Stadt. Und auch der Sprung über die Elbe wird endlich gelingen. Der Bund schießt hier einen Großteil dazu. So schnell und so günstig bekommen wir so einen Fortschritt nie wieder. Okay, so hat Peer das noch nicht betrachtet. Das will er sich mal genauer ansehen.